Hallo, hier ist das Zweikampfsofa und wir spielen, wie ist das nochmal? Neverwinter, Neverwinter mit der Snorx, jawohl, hallo. Dass du nie weißt, welches Spiel wir spielen. Die falsche Mission ist ausgewählt bei mir, deswegen muss ich mal eben auf den eisigen Wächter gehen, weil zum Abgrund wollen wir nicht, das ist eine nächste Karte, aber die hat schon dieselbe Missionshöhe. Wir müssen einfach geradeaus zu diesen Spacko-Gegnern hier und machen geradeaus weiter. Ist noch einer da? Nee, ne? Was macht der? Dein Hirsch steht immer nur da unten hinten und Mut rum. Ich sehe den immer nur so rufen. Ja, aber das hilft doch keinem. Nein, der soll zuhauen. Der rennt auch nicht nach vorne. Ich schieße dann, aber wenn der verschwindet, dann schieße ich auch. Und dieser Schuss hat dann ich sehe den immer nur rumblähen da. Der pustet immer nur in die Luft. Oha, ein Level. Ein Dungion kommt jetzt. Ein Dungion. Ein Dungion. Ein gefährliches Dungion. Guck, ich sag doch, total gefährlich. Wer ist das denn da oben? Winterschmiede Eishund. Gegen den kämpfen wir garantiert, oder? Aber ich kann nicht drauf schießen. Nein, Exakt. Weil wir ja noch nicht gegen ihn kämpfen, sondern auf einer freien Fläche, wo wir auch stehen. Wäre ja ganz geil, das jetzt so zu machen. Ich folge mal den Fußspuren im Schnee, du bist schon vorgelaufen. Die stehen hier hinter der Ecke, die Schweine. Da wollten sich anschleichen, ne? Ja, machen wir das Zeug. Das ist ja so ein Schrott hier. Das ist ja lächerlich. Lächerlich. Hat sich meine Hälse überhaupt schon mal bewegt? Ja, ich gehe ja hier mal drauf hier. Das stimmt. Dafür, dass du so eine fette, hässliche Ogerin bist, hast du es irgendwie nicht drauf. Oma. Aber um von diesem Effekt deiner Area was abzubekommen, muss man ziemlich nah bei dir ranstehen. Das stimmt, ja. Also ich... quasi neben dir, das ist nicht möglich. Ich hätte die Area noch einen Tropfen größer machen können, hätte ich auf andere Fähigkeiten verzichtet. Das habe ich nicht. Also gemacht. Das ist so die. Das ist einmal nur vergrößerte Area. Ich hätte sie, glaube ich, noch zwei weitere Male vergrößern können. Die ist ein Arkan-Paket. Ja, okay. Ja, bla. Bla, okay. Wer braucht das Wer schon? Wer braucht schon Arkan-Pakete, um vielleicht Arkan-Kissen aufzumachen? Wieder einmal soll ich mich hier reinwagen. Wie gesagt. Eine Schriftrolle. Achtung, Falle. Ja. Hier ist ein blauer Gegenstand. Hier, bei mir ist ein blauer Gegenstand. Achso, ja, das ist so nicht für mich. Nicht für mich. Nicht für dich. Wir sind Fallen übrigens. Ja, das ist ganz eklig irgendwie. Ja, vor allem mit meiner Ranziehfähigkeit ist das manchmal nicht so gut zu vereinbaren, weil da ziehe ich mich hin und stehe direkt in der Falle oder so ein Quatsch. Übrigens, auch ganz witzig, ich habe ja diese Fähigkeit, die Immunität gegen den ersten Schlag macht. Warte mal, eben da hinten britzelt irgendwas. Ja, und erzähl weiter. Alle 11 Sekunden kann ich die quasi aktivieren, so 11, 12 Sekunden. Aber durch meine Ranken erniedrigt sich das dann wieder und kommt also ziemlich oft, kann ich die einsetzen. Mhm. So dass es dann doch schon wieder fast sinnvoll ist, die immer drauf zu petten hier. Einzusetzen. So, geht das ungefähr. Ja, schon gut. Wo wollen wir es denn? Ups, wieder. Was ist das denn hier? Okay. Ein Toter. Ein Toter. Hier sind wieder Wölfe und freie Fläche. Ja, genau, der Eishund. Wuff, wuff. Ja, komm, ich kümmere mich um den Eishund hier. Machen wir das hier. Ist schon wieder ausgebremst, indem ich mein Schild aktiviert habe hier. Ja, wieder ausgebremst. Ey, da so nicht. Oh, diesmal habe ich ihn nicht ausgebremst, weil ich wollte ihn schlagen in dem Moment. Aber auch das kriegen wir natürlich hin, da war er schon. Oh, da ist ja noch mehr Gesocks hier. Was machen wir denn hier? Ja, ja. Kumpel.
Also so richtig entgegenzusetzen haben die mir noch nichts. Also ich hoffe, das bleibt so. Bis welchen Level? Welcher Level auch immer mir angeboten wird, ich hoffe, es bleibt genauso. Ein Altar, ist denn irgendwo eine Kiste? Ach, da hinten. Ja. Ich komme. Was ist denn in das der Schild Kiste? Kann nicht besser sein als das, was ich habe, weil ich habe das beste Schild der Welt. Ja, also das, ich habe mir vorhin schon die Werte angeschaut beim Vergeben der Mission, dass diese Klinge, die ich gerade bekommen habe, ist auch nicht besser als meine. Weil die kommt nämlich aus der Kiste und die zeigt mir immer noch, dass ich zur Kiste soll. Warum? Weiß ich nicht. Also ich kann hier schon raus. Ja, ich kann bestimmt auch raus, aber er zeigt, der Pfad zeigt eindeutig immer zur Kiste. Die quasi die Doppelkiste? Kiste? Ja, Pfad ist kaputt. Egal. Der Pfad ist kaputt, okay. Neverwinter. Ja, dieser Pfad manchmal ist auch ganz weg und so. Das ist manchmal ein bisschen buggy hier. So das passiert. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Dafür, dass das online mit tausenden von Spielern gleichzeitig ist, ist das alles gut. Das Spiel ist aber auch dafür for free. Hast du ja auch bei teuren Spielen. Da will ich noch nicht mal was sagen, weil der Server muss ja für jeden Spieler genau wissen, wo er sich gerade befindet und was er gerade macht. Schon in Ordnung. So, Aaron Rockstrider. Die kleine Aaron, die Einsame. Wie schön, jemanden zu treffen, der nicht zur Armee der Frostriesen gehört. Das hatten wir schon. Der Eisig. Was führt euch hierher? Oh, Alter. Nicht viele Leute hätten es lebend wieder hinausgeschafft. Da der Eishund nun tot ist, wird das Leben hier oben viel einfacher werden. Ja, das hoffe ich doch. So. Katsching! Gedenken ich den Gefallenen. Ich hab Level ab. Oha. Genau, gedenken den Gefallenen. Bevor ihr zu Florin zurückkehrt, möchte ich euch um einen Gefallen bitten. Oreft hat mich und Rurik dazu auserwählt, die Flagge auf der Spitze des Icepire Peaks zu postieren, da wir die Besten sind. Aber wir sind eben nicht perfekt. Wir wurden weiter oben auf dem Berg überfallen und Rurik ist dabei ums Leben gekommen. Ich würde seine Familie gerne wissen lassen, dass seine letzte Mission ein Erfolg war. Wenn ihr Ruriks Leiche findet, so sucht doch nach der Flagge und bringt sie an den Toren des Heims des Frostriesen an. Rurik würde sich gewiss darüber freuen. Die haben Probleme, sind mitten im Krieg überall Gegner und die wollen Flaggen hissen, ich bitte dich. Ich mach mal eben mein Level ab, ganz kurz. Ich kümmere mich da jetzt nicht so wirklich drum, weil noch, glaube ich, ist alles nur Punkte vergeben, oder? Ja, genau, ab 60 kann mach ich mach doch mal deine Punkte, ich guck mal in meine Ausrüstung. Das ist Bullshit. Frostpilz? Die Ausrüstung ist Bullshit. Ah, cool. Ich kann jetzt ein Frostpelz als Umhang anwenden. Ich habe noch nie einen Umhang gefunden. Das ist ja geil. Aber ich habe ja den Mulorant-Mantel. Den hast du auch. Der immer mitlevelt. Nein, ich habe ein Schild. Immer noch. Kein Mantel. Kein Mantel. Ein Mulorant-Schild, das mitwächst. Ach habe ja, nicht, der war ja Unterschied. Dafür habe ich ein Frostpelz, der aber scheiße ist. was sagen meine Gefährten zurzeit? Ich kann jemanden zur Ausbildung schicken. Oh, kann ich meinen Stein wieder haben? Ist der schon wieder da? Ja! Ist der Stein der Maximum? Ja, er ist Maximum. Der ist jetzt wieder da. So, ich hole meinen. Der ist dermaßen. Jetzt so. Sind alle. Nee, einer nicht. Einer ist noch auf Level 28 und könnte Level 30 sein. Alle anderen haben ihr Maximallevel erreicht. So, ich reise dir mal hinterher. Den Pfad habe ich nämlich nicht. Die kleine Anna Latz hier. Du hast mich nicht geschützt. Ihr seid nur eingefroren, oder? Also passiert das nicht. Der zweite habe ich auch umgeschlagen. Umgehauen hier. Okay. Ja, wenn du aus dem Kreis raus bist, ist leider auch vorbei, meine Fähigkeit da. Bump. Ja, dein Typ hat schon eine enorme Zubumsfähigkeit. Naja, vor allem hat er unglaublich viele Trefferpunkte, deswegen halte ich halt so viel ab. Ja. Hier, der bläst wieder nur in die Luft, dein Elch, der macht nichts, außer ja, aber das ist ein blöde hat dann dein Typ noch mit einem Einschuss weggehauen. Ach, da war mein Hammertyp dabei. Das war alles. Ach, Quatsch. Deine Kuh ist nur zum Moon gut da, ehrlich.
Die macht doch nix. Da gab es keine Heilung umsonst. Da bist du weggerannt. Und einpflanzen hier. Will ich hier sein? Lass mich hier raus. Ja, schon fast alle tot hier. Was willst du denn? Hör auf zu heulen. Ja. Hier einnebeln, Jungs, und meine Mu rausholen. Pumps, der gesagt. Ich weiß nicht, was der normaler Schaden macht, aber der macht 3000 bei mir. Die Kuh? Was? Meine Kuh? Die Kuh macht 3000, ja. Okay. Das ist dein maximaler Schaden, oder was? Ja, 3000 irgendwas, ja. Okay. Wie sehe ich denn das? Auf den Talenten. Aber wir haben gerade einen Kampf zu tun hier. Könntest du mal wieder rausgehen aus dem Ding? Oh. Ich dachte, ich wollte das jetzt gerade wissen, aber... Ja, das will ich auch wissen, dass du also einen Schaden verbreitest, aber das geht auf der Treppe hier so schlecht. Warte, bei Kräften ist das, ne? Ja, genau. Das ist eine ganz spezielle oder was ganz eine Normales, rote ist das, was du da eine rote Fähigkeit. Da mache ich 3600 Maximalschaden. Also fast 3700 sogar. Hier steht gar kein Schaden dabei, ist auch nicht schlecht. Da macht es auch wahrscheinlich keinen Schaden. Meinst du? Also das Schmettern macht bei mir zwischen 2700 und 3200. Wie viel? Und der Zorn des Templers, was? Das Schmettern macht zwischen 2796 und 3269. Okay. Ja. Das ist so das Normale, was ich so habe. Okay. Jetzt mache ich gerade 4000 Schaden, aber wahrscheinlich, weil ich gerade irgendwas von dir bekommen habe. Irgend so eine Bless oder so. Ja, ja. Das ist ja der Normale. Der wird ja auch erhöht und... Ne, also ist ja... Der brennt. Wieso brennt der? Der ist tot. Na, aber wieso brennt der? Habe ich eine Brandfähigkeit auf einmal? Oder du? Oder was? Ja, auch gerade zugeklappt. Keine Ahnung, was der brennt. Weil dann müsste ja irgendwas in den Feuer... Weil ich mache ja Lichtschaden. Vielleicht war das schon fast Feuerschaden. Oh, hier ist ein... Skyrim ist hier. Skymir, ja, vor allem ist hier ein dicker Typ erstmal. Ja, das ist Skymir, genau. Bum. So, ich hab keine Fähigkeit. Hau doch mal zu hier, Schatzi. Aua. Warum kann ich das denn ansetzen? Ja, leider nicht. Das war. Oh, eine Mission. Jo, hier ist Skyrim Spart. Skyrim Spart, genau. Also Skymir's. Skymir's, genau. Warte. War ich auch mal. Wo ist es? Da. Quest annehmen. Hab's. Übergebt Skymir Spart an Aaron Rockstar als Beweis für den Tod des Anführers. Ja. Kriegen. Haben wir schon erledigt, sozusagen. Der ist schon tot und dann müssen wir mal übergeben. Das sind einfach Zusatz-XP. Ja, das ist immer das nett. Super gut, würde ich mal sagen, dass es was gibt. Also der Blick ist schon cool, irgendwie so. Der Blick? Hält. Welcher so, Blick? Geht's noch höher? Was für ein Blick? Es geht hier noch höher. Ja, wenn du so hier rumguckst einfach. Rumguckst? Will ich hier so rumgucken? Da oder was? Oh, hier ist so eine Sphäre zum Überblick. Ah ja, wie cool. Ja, das ist natürlich, haben wir natürlich auch jetzt mal nicht verfolgt. Nö. Ich drücke mal. Nö. Er lädt was. Lakars Dummheit heißt das. Der gute alte Mann ist eingefroren, würde ich behaupten. Hier geht's und noch höher. Ich würde ja zu gern wissen, wir können zwar schon längst zurück, aber ich würde ja echt zu gern wissen, was er da ist. Wir müssen ja doch sowieso hier hoch, oder? Ja, aber deswegen, ich weiß es nicht. Aber die Gewölbeerkundung nehme ich mit. Ja, ich bin jetzt oben. Und laufe einer auf eine Tür zu. Genau. Wo ich auch schon reingehen könnte.
Eispires gefrorenes Herz betreten. Müssen wir das einmal machen? Ist das eine Missions? Kommt bestimmt gleich, würde ich sagen. Na gut, oder? Dann rennen wir zurück. Ja, noch nicht. Galoppel, Galoppel. Oder in deinem Fall Trippel, Trippel. Die Beine sind so... Hi ho, hi ho. Nee, ich sing. Achso. Nee, hi ho, hi ho. Ich versuche den Gegnern zu entgehen. Ja, gelungen. Du hast sogar Trippelschritte im Schnee. Ja, das ist sehr, sehr witzig, ja. Oh, die kannst du nicht umgehen. Hab ich auch nicht vor, die sind fett und hässlich. Die sehen fast so aus wie du als Ogerin. Was? Skandal! Achso, reite. Reite, Bitch. Oh, das wird nix. Das wird nix. Ich hab sie. Ich nehm die dafür hier. Ich nehm die großen hier. Hallo? Und da kommen die nächsten. Ja, doch. Ja, Hunger will, ja? 51! Ich hätte nicht gedacht, dass ich 51 immer sehen werde. Das ist ja, geht ja richtig ratzfatz jetzt gerade. Hast du auch irgendwas jetzt mit EP eingebaut? Nee, also... Der EP-Verstärker. Ja, du bist ja auch 55, also der ist ja auch gleich mit... Den konnten wir nicht entgehen. Nee, die sind leider immer direkt in der Mitte vom Weg, da die werden... Und die haben Pferdchen. Da wir ja noch so langsame Pferdchen hier haben... Da müssen wir noch mal zumachen hier. Klonk. Ja, 6000 Schaden. Hossa. 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 Fiesta, Fiesta. Mexikaner. Nicht singen war das. Mhm. Ah, ich dachte, du schützt mich. Ja, scheiße. Nein. Ich stell, muss doch gucken, ob mein Schild an ist, sonst passiert da nichts. Oh. Ah. Wie alle. Ziemlich gefriest heute. Was ist das denn da? Nehme ich auch mit. So, ach, der trippelt mal wieder. Ich muss mal hier den Hoden schwingenden Stier rausholen. Ich bin bei Aaron. Der einsamen Aaron. Wie schön, jemanden zu treffen, der nicht zur Armee der Frostriesen gehört. Was führt euch hierher? Genau, Hand drüber. Das ist das Grimiers Bart? Ihr habt Grimier getötet? Oh, Entschuldigung. Bei Moradins Linker. Ihr habt es wirklich drauf, was? Jo. Ich werde gleich einen Boten zu Florian und Orav schicken. Okay. So. Ja, anscheinend müssen wir da oben erstmal nicht rein. Also, ich hätte auch mal mein Level up bearbeiten wollen. Wir haben irgendwie die Flagge gar nicht genommen. Kann das sein? Weiß ich nicht. Ja, weil haben wir nicht. Wir waren oben, haben aber die Flagge nicht genommen. Wir Deppen. Wir haben die Mission. Ja, ich muss aber noch mal mein Level mein Punkt vergeben hier. Soll ich schon vorgehen oder du Nein, das werde ich nicht schaffen hier. Das wäre doof. Ich nehme Also, neue Fähigkeit. Narbe des Haubenmessers. Ihr springt zu euren Gegnern und versetzt ihm einen tiefen Schnitt, der eine Markierung hinterlässt. Wenn ihr eurer Verbündeten einen auf diese Weise markierten Ziel Schaden zufügt, regeneriert ihr bzw. regeneriert die Ausdauer oder Blockmaß. Das soll die Fähigkeit des überhaupt die Superfähigkeit sein für einen wie mich. Jetzt baue ich noch mal hier meine Ranken aus, dass sie weiter Schaden machen. Und ich habe vergessen, Moment. Kräfte, Charakter. Ich habe noch Attributswerte verbummeln. Hört ihr jetzt mal auf, mich zu schlagen? Ich bin mal dran, euch zu schlagen, ey. Hab ihr aber die Schnauze voll hier. So, das war das. Okay. Du bist schon vorangeschritten. Ich hab dir schon den Weg freigemacht, so ein bisschen zumindest. Das ist eine Versicherung oder was?
Wo denn? Ja, alles weg. Alter. Da waren wir oben und haben die Flagge nicht genommen. Hast du denn das so markiert, die Mission? Ja, ja. Ja, je. Ja, ich hab sie wieder am Arsch hier. Du hast sie nicht gekillt. Du bist doch der Bogenschütze. Da sind doch Zwerge hier. Die musst du doch mit zwei Schuss musst du wieder weghaben. Mach's weg. Okay, der Scharfschütze ist schon abgehauen. Ja, und wieder nach oben. Ich wusste, wir haben das was vergessen, weil mir war Karre schon so komisch vor. Gesagt hast du gar nicht. Ja, ich hab das also gesagt. Tu nicht so, als wenn du jetzt irgendwas gewusst. Du weißt ja meistens nicht mal, welches Spiel wir spielen. Und jetzt hast du bewusst, dass wir was vergessen haben. Spiel. Oh, wer ist denn da noch? Warum hast du dich um hier? Ich? Muss ich hier alles alleine machen? Ja, ich hatte eigentlich gedacht, dass das du ist, ja. Also ich weiß zum Beispiel, dass diese Fähigkeit mit dem Schild, wenn du nachher gegen so große Drachen und so einen Scheiß kämpfst, ja. Manche machen so gemeine Attacken, die einen komplett umwerfen oder alle sterben lassen, wenn du es schaffst, denn halt die Leute in diesem Kreis stehen zu lassen, ja. Dann können die alle überleben und prügeln weiter auf den Drachen ein. Dann darfst du dich auch nicht bewegen, glaube ich, oder? Ja, die Leute müssen alle in diesem Kreis dann halt sein, ne? Also am besten ist, man hat mehrere von denen. Richtig. Gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, aber das ist da zum Beispiel eine davon. Ich nehme die mal mit. Können wir sie abhauen? Halt mal. Flagge anbringen. Oh, nein, und da oben. Müssen wir nämlich ganz nach oben jetzt. Oh Mann, ey, ich sag noch, ey. Mu! Deine Mu geht mir so auf den Schmu, ey. Ach, der ist ja wieder, der ist ja schon wieder hier. Der haben wir gerade getötet. Die sterben alle und kommen wieder. Los. Mu! Also mein Strahl vom Himmel schafft auch nicht mehr so viel bei den Typen hier. Das ist nicht so der Radwinger. Er ist ja der Chef von diesem Eisriesen hier. Der Oberchef. Natürlich. Ja, das war ja einfach. So ein paar Ranke von Teilen. Ich habe gerade gedrückt, dass er mich nicht stunnen soll und dann war er schon da. Mu. Aber kamen deine Ranken zu spät. Ja, die Ranken machen ja auch... Da waren die Ranken zu spät, da war ich schon gestunnt. Die Ranken machen ja auch länger Schaden, also nicht sofort, sondern das dauert ein bisschen. Ne? Die machen ja so Drückschaden, Quetschschaden, Schmerz und, keine Ahnung, Zahnschmerz oder so. Jetzt sind wir da, wo wir vorhin mal geguckt haben. Da hätten wir eine Flagge anbringen können. Da so. Mach mal. Können wir mal... der Abgrund ist das ja aber hier nicht, ne? Nein. Oh, der Abgrund also, ist ganz anderes. Wir müssen Level. Also nochmal zurück hier, ne? Ja, ja. Also jetzt gehen wir erstmal ganz zum allerersten Typen zurück und kriegen dann wahrscheinlich... Eine Haue. Oder von ihr. Man weiß es nicht. Wir werden es erleben. Und mal der Meru-Trax hier haben wir auch noch nicht besucht, ne? Den Drachen hier möchte ich auch noch nicht erleben, um ehrlich zu sein. Ach komm, Weichei. Ah, schaffe ich es noch? Ja, ich bin vorbei. Dito? Die nicht? An denen hier kommen wir nicht vorbei. Mu! Halt, da war Mithril. Snorks hat gewonnen. Der Azurbrand. Nee. Mein Käfer ist zu fett dafür. Ich nehme die Dicken hier, du machst die anderen. Der Käfer hat so einen fetten Bürzel, der ist einfach nicht zu übersehen. Ja. Eine Kuh für dich. Eine Mu, eine Mäh, eine Tete. So, das ist auch Quatsch. Nichts für Idioten.
Move! Schnipsel. Guck mal, ich mach nichts und der geht trotzdem weg, weil mein Stein drauf haut. Geil. Ich hab auch geschossen, hallo? Ja, aber du schaffst ja nichts. Okay. Das ist nicht. Ey. Komm, das war eine geile Vorlage. Ich mag dich eigentlich auch gar nicht mehr. Ich habe auch drauf geschossen. Ja. Vorlage verwandelt, würde ich sagen. Ach ja, ihr zwei wieder. Aber ach, die spawnen so schnell. Finde ich ein bisschen zu viel. Also die, ich hätte sie eigentlich auch gerne. Ja, gut, allerdings gibt das natürlich auch dann den XP, den du brauchst. Ne? Also bringen die denn überhaupt noch was? Ich meine, das ist ja die nächste Frage, oder? Die sind ja nicht so weit weg von uns. Von dir? Von dir bringst du gar nichts mehr, würde ich mal behaupten. Du bist Level 55. Ja, die sind 48, das sind die, also. Das ist ganz schon weit entfernt. Also ich bin 51, bei mir bringt das wahrscheinlich noch was. So, jetzt aber, alte Tante hier, du Einsame. Vielen Dank, dass ihr das erledigt habt. Bitteschön. Rurik war nicht der erste Partner, den ich verloren habe, und er wird auch nicht der letzte sein. Richtig. Aber leichter wird es dadurch nicht. Niemals. Und Quest abschließen! Abrechnung. Jetzt kommt die Abrechnung. Jetzt nochmal nach oben laufen, richtig? Danke für eure Hilfe mit Rurik's Flagge. Ja. Florian muss von dem Eishund erfahren. Und weil ich hier bleiben und weitere Informationen sammeln muss, ist es an euch, diese Neuigkeit zu überbringen. Richtig. Nee, also wir müssen erst ganz zurück. Um dann wahrscheinlich später nochmal hier wieder herzukommen. Ich bin begeistert. Aber da würde ich echt sagen, das müsst ihr dann beim nächsten Mal sehen, ganz ehrlich. Na gut. Oh, ich bin ja schon weggelaufen, Entschuldigung. Ja, dann bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen bis wann Zeit. Hast du gar nicht gemerkt, dass du weggelaufen bist? Nein, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich weggelaufen bin, richtig. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, tschüss.